Der Markenkonstrukt Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst. Hier ist Norman von Markenkonstrukt FM. Heute habe ich einen wirklich ganz besonderen Gast hier bei mir in der Show. Herzlich willkommen, Ingrid Blumenthal, Geschäftsführerin von Aliot Pharma. Ingrid, schön, dass es geklappt hat heute und dass du dir Zeit genommen hast. Bist du bereit für das Interview? Hallo Norm, natürlich bin ich bereit und ich freue mich, an diesem Freitagnachmittag eine Stunde hier mit dir verbringen zu können. Schön. Ja. Wir haben es ja wirklich jetzt die letzten Wochen, warst du viel unterwegs, haben wir es immer wieder versucht und deswegen freue ich mich umso mehr. Und ich habe ja eingangs gesagt, ganz besonderer Gast und deswegen würde ich dich ganz kurz mal vorstellen. Und zwar war es mir ein ganz besonderes Anliegen, hier in diesem Podcast von Markenkonstrukt FM die Frau vorzustellen, die im Bereich der Pharmabranche wirklich das Thema digitale Markenführung in die Hand genommen hat. Ich erinnere mich, wir arbeiten jetzt fast seit 5 Jahren zusammen, Ingrid. Ich erinnere mich an den ersten Obstkuchen. Ja, das weiß ich auch noch ganz genau. Genau, in Leiching am Firmensitz von Aliot Pharma, wo wir quasi gesprochen haben und auch so ein bisschen den Grundstein für die Zusammenarbeit gelegt haben und uns über das Thema Strategien ausgetauscht haben und seither immer wieder an den Projekten rund um Aliot Pharma feilen. Mit zunehmender Intensität natürlich zum Thema digitale Markenführung, wie man das ja auch beobachten kann. Und zukunftsfähigen digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen. Ich erlebe dich, Ingrid, als echte Powerfrau mit einem unglaublichen Innovationsgeist und dem Mut, diese Veränderungen im Unternehmen, aber auch in der gesamten Vermarktung der Marke durchzusetzen, diese Veränderung umzusetzen. Mit der Entscheidung für den Aufbau des Apothekenfachkreises als Expertenplattform hast du eine Initiative geschaffen, die sich für den Erhalt der Apothekenstandorte in Deutschland einsetzt und digitale wie interaktive Services für Apotheken entwickelt, um die Beziehung zwischen Apotheke und Patienten zu stärken. Du bist Gründungsmitglied des Hilfevereins Kleine Glücksritter, der von der Paralympic-Gewinnerin und Dressurreiterin Hanne Brenner initiiert wurde und sich für Kinder einsetzt, die lebensverkürzt erkrankt sind. Und das ist mein letzter Stichpunkt, da bist du dran, Ingrid. Und darüber hinaus engagierst du dich sehr stark für die Kinderhilfe in Nepal und hast bereits sage und schreibe 40.000 Euro eingesammelt. Ingrid, das war jetzt nur ein kleiner, kurzer Überblick über dich. Kannst du uns noch etwas mehr über dich als Person privat, also wer ist die Ingrid privat, und was du beruflich machst, erzählen? Genau, also du hast ja einen großen Rundumschlag gemacht, auch über die Zeit, die wir uns jetzt kennen, 2013. Und jetzt wollte ich dich, Norman, fragen, wie lange haben wir denn gebraucht, bis wir uns geduzt haben? Das ist eine Woche her, glaube ich jetzt. Eine Woche her, okay. Also, für das Interview. Aber auch danach. Das spricht für unsere gute Zusammenarbeit. Absolut, ja. Sehr professionell, das stimmt. Mhm. Und vertrauensvoll, das freut mich ja persönlich ganz besonders. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also immer, wenn es für mich kritisch wird, wenn ich eine gute Beratung brauche in einer schwierigen Situation, bin ich zu dir gekommen und du warst dann auch immer zur Stelle, selbst wenn es nachts irgendwie war per E-Mail. Also herzlichen Dank nochmal. Ah, gern. Ja, wer bin ich? Ingrid Blumenthal, ich bin in Hessen geboren, ich bin verheiratet, ich habe 2 erwachsene Töchter, die ich sehr liebe, die auch schon in ihrem Beruf sind. Die eine Tochter arbeitet an einer Universität, ist Diplom-Kulturwirtin und hat auch ihren Master im internationalen Management und meine andere Tochter ist Psychologin und arbeitet psychotherapeutisch. Ich bin in meinem Ursprungsberuf Diplom-Ökonomin, habe also Betriebswirtschaft studiert an der Universität in Gießen, habe während meines Studiums für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet, auch sehr viel gearbeitet, hat mir viel Spaß gemacht, auch diese politische Arbeit.
Ich wollte dann später allerdings nicht in die Politik gehen, merke aber, dass politisches Fingerspitzengefühl auch im Beruf und im Business unglaublich wichtig ist, zu wissen, wann und wo und wie man eben richtig oder politisch agieren muss. Habe dann in der Industriefinanzierung von Banken gearbeitet, einmal von einer Spezialbank, der Industriekreditbank in Düsseldorf und später bei der Bremer Landesbank und habe von 19, genau, meine und in der Zwischenzeit sind unsere Kinder geboren, 1995 nach der politischen Wende, bin ich mit der Familie, mit meinem Mann, der eigentlich sogar seit 1991 schon in Rostock war, sind wir dann nachgezogen und haben dort, ich bin dann dort bis 2007 gewesen. Und dort war dann auch der Wechsel in eine ganz andere Branche, in die Pharmabranche. Von Anfang an im Stada-Konzern, in der Pharmabranche. Aber ich habe dann auch das Feld gewechselt. Ich bin in den Vertrieb gegangen, war Regionalleiter komplett für den ganzen Osten und für den Norden. Habe für dieses Tochterunternehmen der Stada damals den Vertrieb aufgebaut. Und das war für mich eine ganz, ganz große Herausforderung, weil so ganz andere Eigenschaften von mir erwartet wurden, aber die mich unglaublich geprägt haben und auch nach vorne gebracht haben. Dieses Großdenken, große Ziele setzen, versuchen, andere Wege zu gehen, das zu schaffen mit diesem großen Gebiet und auch alle Prämienziele erreichen zu wollen. Da musste ich mir schon überlegen, wie bekomme ich das hin? Ja. Und habe das dann auch hinbekommen. Und das hat mir unglaublich viel Mut gemacht, Dinge, also nicht solchen Glaubenssätzen zu folgen, ich kann das nicht, sondern eigentlich die Glaubenssätze umzuformulieren, ich kann das. Ja. Und würde schon sagen, dass mich das sehr geprägt hat. 2007 habe ich dann innerhalb des Konzerns die Stelle gewechselt. Ich bin nach Laichingen gegangen. Laichingen ist eine kleine Stadt mit 10.000 Einwohnern im Schwäbischen, also mitten auf der Schwäbischen Alb, unweit von Ulm. Und zunächst habe also auch vom Außendienst Vertrieb, dann zwar auch in eine etwas vertrieblich geprägte Position, Key Account von Aliot Pharma übernommen. Was damals bedeutete Ausschreibungen und das auch heute eigentlich noch heißt, also Tendermanagement. 2009 dann Leitung Marketing und Vertrieb und auch verantwortlich für Gesundheitspolitik. Und seit 2011 bin ich Sprecherin der Geschäftsleitung von Aliot Pharma gemeinsam mit meinem Kollegen Tom Douglas. Genau. Wow. Und was mache ich, damit ich das irgendwie hinkriege? Ich finde, das ist schon ganz wichtig. Das ist so diese Herausforderung, das irgendwie zu schaffen. Mich einfach damit beschäftigen, auch mit meinen Glaubenssätzen, die ich so habe, aber auch offen zu sein, immer wieder für Neues. Und ich muss einfach ganz viel Sport machen und mich bewegen. Und ich merke, welchen Effekt das auf mein Wohlbefinden und auch auf mein Denken hat. Und deshalb baue ich das so oft wie möglich ein. Ja, einfach einen Gegenpol herzustellen, zu der Belastung einfach auch. Ja. Also es erdet mich unglaublich und bringt wahnsinnig viel Freude. Ja, wow. Ein bewegtes Leben mit vielen Stationen und jetzt natürlich auch dieser riesigen Verantwortung. Ingrid, stell dir mal vor, du bist auf einer Speed-Network-Party. Was würdest du in einem Gespräch sagen oder wie würdest du dein Business in wenigen Sätzen beschreiben, was du tust oder was Aliot tut? Genau, also das ist schon richtig. Was ich tue, ist ja eigentlich das, was Aliot Pharma tut. Aliot Pharma hat rund 2000 Artikel. Wir sind Vollsortimente im deutschen Generikamarkt. Wir sind auch auf Platz 4 aktuell im deutschen Generikamarkt. Und wir leisten mit unseren Arzneimitteln, die sehr preisgünstig sind, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für das deutsche Gesundheitssystem, indem wir eben durch die Bezahlbarkeit von Arzneimitteln, von Generika Gesundheit bezahlbar machen. Und zwar eben für alle.
Und wenn wir mal sehen, wir haben rund 70 Millionen verkaufte Packungen im Jahr mit steigender Tendenz bei 80 Millionen Bundesbürgern, kann man eigentlich sagen, dass in jedem Haushalt mindestens eine Packung von Aljut Pharma steht oder bei jedem, nicht nur jedem Haushalt, bei jeder Person. Also hat theoretisch schon mal eine Packung von Aljut Pharma gehabt. Ja. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, das hattest du ja so nett anmoderiert, dass wir uns sehr mit dem digitalen Umfeld, mit der digitalen Transformation beschäftigen. Mhm. Gemeinsam, ich denke, dass wir das seit 2013 diese Bahnen gegangen sind und aktuell eigentlich auch noch mal wieder eine andere Geschwindigkeit dazulegen und einen anderen Drive. Ich kann mich sehr gut an die erste Expo-Farm erinnern, als wir dort mit unserem ersten Prototypen, mit unserem Service-Terminal gestanden haben, mit Tischen, wie wir bestaunt wurden. Und heute auf der letzten Expo-Farm konnte man dann sehen, wie andere Unternehmen oder Softwarehäuser versucht haben, uns zu folgen, aber wir doch einen ganz, ganz großen Schritt voraussehen. Ja, was absolut. Wir jetzt machen, also wir haben es wirklich aus der Branche heraus entwickelt und da danke ich auch Markenkonstrukt herzlich, die ja auch Ideengeber waren, uns eine Richtung aufgezeigt haben, in diesen Weg dazu gehen und auch für dieses Unternehmen ohne Außendienst, also wir sind feiern dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum von Anfang an ohne Außendienst, zu sagen, du musst jetzt andere Strategien wählen, wie diese Produkte vermarktet werden können, nämlich digital. Ja. Und ja. Bevor wir da weiter einsteigen, Ingrid, wie du ja weißt, frage ich am Anfang immer nach so einem Lieblingszitat oder Glaubenssatz. Gibt es so ein Zitat, was dich besonders nachhaltig beeinflusst hat oder was so besonders nachhaltig auf dich wirkt, nachdem du lebst? Ich würde sagen, nachdem ich lebe, ich habe da die letzten Wochen oft drüber nachgedacht, das ist ganz klassisch Erich Kästner. Priorität des Handelns. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, sehr gut. Und ich denke, das ist das, wo ich mich wirklich auch dahinter sehe. Absolut. Also nicht nur dieses Wort oder die Sprache, sondern dass es dann einfach auch sehr schnell an die Umsetzung geht. Und ich empfinde mich schon so, dass ich in der Regel auch sehr schnell entscheiden kann. Und auch, nicht immer, aber auch die Risiken sehr schnell abwägen kann und dann relativ schnell zu einer Entscheidung kommen kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das prägt aber auch die Aljut Pharma selber aus. Also wir sind hier mit 60 Leuten auf Platz 4 im deutschen Generikamarkt. Wir müssen schnell handeln. Ja, das zeichnet Aljut ja auch aus. Also das ist ja auch das, was wir ja in den einzelnen Projekten erleben, ist diese unglaubliche Dynamik und Agilität in den einzelnen Projekten. Mhm. Ja, also das ist... Aber wenn man nochmal diesen Satz nimmt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Du hast vorhin gesagt, dass wir 40.000 Euro gesammelt haben für den Wiederaufbau. Es sind jetzt sogar nochmal 10.000 Euro dazugekommen. Die haben wir auch nochmal gespendet für eine Schule, also für eine Etage, die dort gebaut wird. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch für rund 100.000 Euro im letzten Jahr, als das große Erdbeben war, in Nepal zwischen Kathmandu und Pokhara Arzneimittel gespendet für ein Krankenhaus dort. Also das Engagement ist da. Und was mich jetzt besonders freut, dass es auch Abteilungen im Hause gibt, die von ihrer Jahresprämie gesagt haben, wir unterstützen jetzt Kinder, also der Vertrieb hat jetzt zum Beispiel zwei Vertriebskinder und begleitet die für die nächsten zwei Jahre, tolle bis Idee. Sie ihren Schulabschluss haben. Ja, yes, das cool. Finde ich sehr, sehr schön, dass man auch wirklich sieht, wie dieses es gibt nichts Gutes, außer man tut es, eben auch von den Mitarbeitern von Aljut Pharma gelebt wird. Schön. Der Spirit geht durch die Firma durch. Wie der rote Faden, ne? Rot ist eure Hausfarbe. Genau. Ja. Sehr schön. Vielleicht an dieser Stelle der Hinweis an unsere Zuhörer. Wir verlinken natürlich die ganzen Infos und auch die Website zur Kinderhilfe in Nepal in unseren Shownotes, sodass man da durchaus auch eine Spende abgeben kann und sich daran beteiligen kann.
Ingrid, ich habe natürlich noch die sehr wichtige Frage, denn wir bei Markenkonstrukt FM lieben Geschichten, aus denen wir lernen können. Gab es in deinem beruflichen Leben so einen wirklichen Moment oder einen Moment, an dem du es wirklich schwer hattest? Und was war deine Erkenntnis daraus? Also es gab einfach immer wieder Herausforderungen. Die erste größere Herausforderung war einfach nach einer längeren Elternzeit, was ja mehrere Jahre waren, auch den Wiedereinstieg in den Beruf zu finden. Das habe ich geschafft. Damals auch mit vielen Zweifeln, was macht sie da? Aber ich habe das gemacht und ich habe das geschafft und da bin ich auch stolz drauf. Würde auch heute jedem sagen, eigentlich ist kein Problem, wenn man das irgendwie will. Ich habe die Branchen gewechselt, also von der Bankerin in die Pharmabranche, dann auch nochmal von Industriefinanzierung in eine vertriebliche Richtung zu gehen, habe ich geschafft. Ich war von Anfang an auch damals im Unternehmen auf Platz 1 über viele Jahre hinweg. Auch dann in neuen Bundesländern, ich bin ja als Westbürger dorthin gegangen, habe ich geschafft, war kein Problem. Ich habe mich in diese neue Branche, die ja Pharmabranche, die ja sehr diffizil ist, die sehr von gesundheitspolitischen Einflüssen abhängig ist, habe ich mich sehr gut eingearbeitet. Wir gemeinsam mit dem Team konnten wir gute Vertriebsstrategien entwickeln. Eine große Herausforderung war dann nochmal von Rostock auf die Schwäbische Alb zu ziehen. Ja. Auch sprachlich, muss ich sagen. Ah, sehr schön. Ja. Ja, ich verstehe. Natürlich dann auch wieder nochmal, und da bin ich auch nicht mehr ganz jung gewesen, dann als Geschäftsführerin in einem Unternehmen zu sein und das dann zu schaffen. Und wenn ich diese ganze Linie sehe, es gab dann immer wieder Neuanfänge, kleine Brüche oder will ich nicht sagen Bruch, aber Neuanfänge und die aber bewältigt zu haben. Ja, so ein... Ja. Beeindruckende Seitenwechsel, die du so durchhattest. Ne? Gab es denn auch einen Aha-Moment, so für dich ganz persönlich, so ein Game-Changer, wo du sagst, das war eigentlich so ein Moment, der hat für mich beruflich nochmal wirklich was verändert? Also was natürlich beruflich verändert hat, ist die letzte Position als Geschäftsführung. Aber in meinem Verhalten, wo ich sage, dass ich was verändert habe, ist eine Situation gewesen im Vertrieb damals, als ich verantwortlich war für den kompletten Norden und für den Osten und ein eigenes Gebiet hatte. Und dieses Gebiet war Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Teile von Sachsen-Anhalt. Und mir ganz klar war, das kannst du nur schaffen, wenn du dir andere Wege einfallen lässt. Und das war dann, ein anderer Weg war dann 1999 oder 2000 ein Fax. Wow. Und ich habe diesen Fax genutzt und habe so unglaublich viel Umsatz damit gemacht und Aufträge erzielt, dass ich teilweise Angst vor meinem eigenen Erfolg hatte. Also es war wahnsinnig, was ich damit bewegt hatte und habe mir damit aber Zeit gewonnen habe für andere Dinge. Und genauso sehe ich das heute. Also das ist natürlich nicht mehr der Fax, aber die Zeiten sind ja vorangeschritten und heute müssen wir, um dieses Außergewöhnliche zu erleben und zu erreichen, schauen, was ist heute das Medium oder die Art und Weise, wie wir das erreichen können. Und das ist der Weg der Digitalisierung. Ja. Und wenn wir das schaffen, und dann werden wir dieses Gefühl, was ich damals auch hatte, dieses Erfolgserlebnis, was passiert da, du musst ja gar nichts machen, das wird ja immer schneller, eben auch erleben können. Ja. Aber man muss es tun. Ja, absolut. Und ich meine, Fax war ja quasi, wenn du so willst, der Vorläufer von E-Mail-Marketing. Ja, also, genau. Hast du Faxe geschickt. Was bedeutet denn für dich so grundsätzlich das Thema Digitalisierung? Also ich muss sagen, dass ich da auch meinen Weg und meine Strecke zurückgelegt habe. Ja, eigentlich auch sehr traditionell an Papier klebend. Das ist also auch für mich ganz neu gewesen. Aber und auch diesen Glaubenssatz damit verbunden, einsam zu sein
Und das kann ich heute eben, ich hatte das anfangs beschrieben auch oder in einem anderen Gespräch beschrieben, wie ich gemerkt habe, als ich mein Xing-Profil aktualisiert habe, was innerhalb von 5 Stunden passierte, wie viele Reaktionen ich erreicht habe, Kontakte, Geschäftsmöglichkeiten. Und da ist eigentlich wieder das Gleiche. Ich habe es erfahren und habe dieses Potenzial dahinter gemerkt und diese Stärke. Und das bedeutet das einerseits für mich. Und ich fühle mich überhaupt nicht einsam in diesem Augenblick. Genau. Und was ich hervorragend finde, dass also das, was in meinem Kopf ist, es fließt im Grunde in die Tastatur, in meine Finger rein. Und, und ich kann auf ganz... Also ich habe das Gefühl, dass die Digitalisierung an meine Skills, an meine Fähigkeiten ganz stark andockt und ich das nutzen kann. Und das macht Spaß. Ja. Vielleicht eine Frage noch, was hat dich damals bewegt? Ich erinnere mich, wir hatten ja zahlreiche Projekte, Redesign der Marke Aljut Pharma, bis hin zum Umbau am Standort selber, also wirklich querbeet, unglaublich viele Projekte in den letzten Jahren gemacht. Was war für dich so der Antrieb zu sagen, Digitalisierung? Und ich meine, es gibt Studien, die nachweislich belegen, dass das für viele Unternehmer oder Verantwortliche einfach kein Thema ist oder das einfach ignoriert wird. Aber was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, das ist mein Kerngeschäft und ich muss jetzt was tun, um das Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten? Also unser Kerngeschäft sind natürlich die Arzneimittel. Genau. Und das wird es für Aljut Pharma immer bleiben. Aber ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir sind in einem ganz starken Marktumfeld, also das sind die Wettbewerber Hexal, Ratiopharm, Teva, mit denen wir uns umgeben, auf der wir im Grunde in der gleichen Liga spielen, die aber auch alle über eine ganz andere Außendienststärke verfügen, also wir haben ja keinen Außendienst, andere Vertriebsmöglichkeiten damit zu Arzt und Apotheke haben, Wege zu suchen, mit denen Aljut Pharma in der Apotheke beim Arzt vertreten ist, aber eben ohne den Aufbau des traditionellen, mit dem Außendienstes, mit dem traditionellen Vertriebskonzept, sondern eben, und das finde ich eben jetzt auch zeitgemäß, mit digitalen neuen Vertriebs- und Marketingstrategien, genau, die eben daraus entwickelt werden müssen. Und die quasi eingeflochten werden in die Kommunikationsstrategie von Aljut Pharma. Ne? Also, so ist es. Um das vielleicht auch nochmal auszudifferenzieren, es ist ja jetzt kein 100% Kommunikationswechsel auf digital, sondern es ist ja tatsächlich eingeflochten in das Marketing, in die Vermarktung, in den Vertrieb von Aljut Pharma und quasi ergänzt. Also ich habe mir auch nochmal überlegt, wie sah denn unser Marketing aus 2011? Wir haben Mailings versandt, also Print-Mailings, Papier. Es wurde hin und wieder ein Fax versandt und es gab ein paar Veranstaltungen und wenn ich dann und eine Homepage, die eigentlich sehr reduziert war. Wenn ich mir das heute ansehe, unsere Homepage, das haben wir auch seit 2011 gemacht, ist ja komplett neu aufgebaut worden. Sie bringt einen ganz, ganz großen Mehrwert für die Fachkreise, aber zunehmend eben auch für den Endverbraucher. Wir haben für unseren Webshop im vergangenen Jahr einen Relaunch gemacht und damit den Shop wird ganz stark belebt, also ein ganz, ganz großer Erfolg, weil eben auch dort sehr viele Mehrwerte für die Besucher sind. Wir haben einen elektronischen Newsletter entwickelt, und zwar einmal für das Unternehmen Aljut Pharma, aber eben dann auch für den Apothekenfachkreis. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das kommt noch. wir sind mit unserem Claim gesunde Kompetenz haben wir eine Facebook-Seite mit mehr als 25.000 Fans, die uns dort besuchen. Ja, gemeinsam mit dir haben wir den Blog zum Apothekenfachkreis. Wir haben eine Xing-Seite dazu. Wir haben ein Service-Terminal für Apotheken entwickelt. Wir haben eine Service-App entwickelt. Also
es ist viel, Die Liste ist lang. die Liste ist sehr, sehr lang. Und als ich mir das so mal vor Augen geführt habe, und da muss ich jetzt wirklich sagen, in den paar Jahren, was wir da entwickelt haben, Wahnsinn. Wie die Kommunikationsstrategie in, auf diese vielen verschiedenen Wege eingeflochten wurde, das ist schon genial. Und ich denke, wir sind dann auch noch lange nicht am Ende, also ich sehe es nicht. Ja. Vor allen Dingen, vielleicht um das noch zu ergänzen, bevor wir auf den Apothekenfachkreis kommen, was ich so spannend an der Zusammenarbeit finde, ist, dass wir nicht damals irgendwie eine Strategie festgelegt haben und an der festgehalten haben, sondern wir haben gelernt, wir haben festgestellt, was nicht gut lief. Und wir haben eigentlich jedes Jahr ein neues Strategiepapier entwickelt, was so die Guideline war für die nächsten 12 Monate, und haben versucht, uns daran entlang zu arbeiten und haben mit dir zusammen, und du bist am Ende des Tages der Entscheidungsträger, da können wir so viele Ideen bringen, wie wir wollen, wenn das nicht entschieden wird, dann funktioniert es nicht. Wir haben echte Pionierarbeit für die Branche geleistet, und das ist was mich total begeistert, weil wir dadurch eben auch an innovativen Themen arbeiten können. Ja, also die haben wir wirklich geleistet, und das wird auch in der Branche so wahrgenommen. Also wenn ich jetzt, es gab ja von Apotheke ad hoc auch der Vision Award, wo wir auch einen Gewinn hatten gemeinsam, wo wir also unsere Leistung da honoriert wurde. Ja. Also wir werden auch dort angesprochen. Sie sind ja der Vorreiter in der Branche gewesen. Wie sehen Sie jetzt die anderen Maßnahmen? Also das ist auf jeden Fall die Anerkennung von außen, dass wir da eine Pionierarbeit geleistet haben. Und ich muss natürlich sagen, so eine Pionierarbeit ist auch ganz schön anstrengend. Ja. Also es ist ein weiter Weg. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Aber vielleicht, um unsere Zuhörer mal abzuholen, weil die, ich meine, ein E-Mail-Newsletter ist jetzt nicht die große Revolution. Vielleicht sprechen wir kurz mal über den Apothekenfachkreis und was die Innovation tatsächlich war. Was haben wir entwickelt, was es vorher noch nicht gab? Mhm. Wir haben uns zunächst mal mit Apothekern, mit Pilotapotheken und Apothekerinnen, rund 10 waren das dann, die bundesweit aus verschiedenen Gegenden kamen, zusammengesetzt und erfragt, was ist denn das Bedürfnis der Vorortapotheke, haben da einfach ganz gut hingehört, und das war natürlich die große oder das große Anliegen der Vorortapotheke ist ja, dass sie ihre Leistung weiterhin vor Ort den Patienten und den Kunden zur Verfügung stellen möchten, aber sich doch zum Teil auch stark durch Versandapotheken und deren Aktivitäten, dass sie den Wettbewerb einfach spüren an der Stelle. Ich will nicht sagen bedroht, aber sie spüren den Wettbewerb. Und wir wollten mit digitalen Methoden, und das kann die Vorortapotheke eben einzeln auch nicht leisten, das wurde uns ganz klar kommuniziert, haben wir etwas entwickelt, was wir einerseits für uns selber auch nutzen, denn für uns ist es ja ein ganz großes Thema, aber auch, dass wir sagen, unsere Erfahrungen, die wir in diesem Bereich machen, stellen wir den Vorortapotheken zur Verfügung, damit diese einfach auch so eine Standortsicherung haben und weiterhin ihre Arbeit vor Ort leisten können. Und eines, was wir daraus entwickelt haben, unser erstes Thema ist eben unser Service Terminal, das in Apotheken gestellt werden kann. Es ist eben nicht nur ein Flatscreen, auf dem eine Produktabbildung ist, sondern auf diesem Service Terminal kann die Apotheke sich selber darstellen, mit ihren Angeboten, mit ihrem Team, mit ihrem Anliegen. Sie kann das regelmäßig aktualisieren lassen, verändern lassen. Wir haben sehr viele Themenkreise, Themenblöcke, ich wollte jetzt Magazine sagen, aber das ist jetzt falsch, dort hinterlegt, die ständig aktualisiert werden. Also das, was dort hinterlegt ist, ist aktuell. Wir verweisen auf offizielle Seiten, wie zum Beispiel ständige Impfkommissionen,
die STIKO, wenn wir Themen zu Impfungen haben. Wir haben ganz viele Anwendungsfilme zu Arzneimitteln, bei denen die Applikation sehr schwer ist, wie zum Beispiel, dass wir sämtliche Filme, Videofilme zur Anwendung von den Inhalern, die es auf dem deutschen Markt gibt dort. Wir sind international, das heißt, wir haben in, ich glaube, 15 Sprachen Anamnese- und Therapiepläne darauf hinterlegt. Wir können dort mit Google Transfer arbeiten, in über 30 Sprachen. Und es ist, die Apotheker sind dann auch ganz stolz, gerade jetzt, wenn dann Menschen, das ist ja ein aktuelles Thema. Ja, absolut. Flüchtlingskrise. Flüchtlingskrise oder aus Syrien oder anderen arabischen Ländern kommen und dann dort drauf schreiben können und die Antwort erhalten können, also man sich so verständigen kann. Inhalte können per E-Mail direkt nach Hause geschickt werden, sodass der Kunde oder der Patient sich das zu Hause noch ansehen kann, der Familie erklären kann. Aber es ist immer Absender, deine Vor-Ort-Apotheke drauf. Ja. Vielleicht, um das noch technisch zu ergänzen, es ist ein Kommunikationskanal, den es vorher nicht gab, kann man sagen. Also das, was in der Apotheke hängt, sind Fernsehgeräte, die im Grunde in einer Push-Kommunikation meinetwegen ein Bewegtbild, ein Stummfilm von einem Produkt zeigen. Und das, was wir mit Aljut gebaut haben, ist quasi ein interaktives Terminal, was so funktioniert wie ein Smartphone, kinderleicht, keine Nutzerbarrieren bietet und eben die Inhalte präsentiert, die du gerade aufgezählt hast. Ich merke das dann auch, wenn ich, das Ganze gibt es ja auch als Service-App. Also nicht nur so groß Tablet, als Terminal, sondern dass ich es eben auf dem Tablet nutzen kann. Und wenn ich unterwegs bin und das dann erklären möchte, habe ich natürlich nur das Tablet dabei. Und ich merke dann eben auch, dass ich eigentlich gar nichts erklären muss. Denn wenn ich das dorthin lege, die Menschen greifen von selber drauf und bewegen das und suchen sich die Inhalte, weil es wie ein iPhone oder Smartphone funktioniert. Ja. Und das ist so, ich brauche nichts erklären, es ist selbsterklärend und es macht Spaß an der Stelle. Und es ist eine technische Lösung entwickelt aus der eigenen Branche heraus. Ne? Oftmals hat man ja Fremdanbieter oder Dienstleister, die aus anderen Branchen in die eigene Branche eindringen oder dort Dinge entwickeln. Aber nein, es ist mit den Apothekern, für die Apotheken entwickelt worden. Also und es kommen auch ständig neue Inhalte und Ideen, die auch sehr kurzfristig von uns umgesetzt werden. Das ist wirklich ohne Ende. Es hat eine gute Gliederung. Ich kann allerdings auch einfach mein Wort eingeben, werde automatisch auf die Seite verlinkt, also so, wie wir es auch im Internet gewohnt sind. Und das Gute ist eben, ich werde nicht nur berieselt, sondern ich kann dort mit dem Service-App, mit dem Service-Terminal arbeiten, kann ganz konkret mein Anliegen eingeben und komme dann auf diese entsprechende Seite. Also der Nutzer gibt die Richtung an und erhält dann die Antwort und ich kann es dann wieder verschicken. Und da sind wir ja dann auch wieder, eigentlich auch wieder in der digitalen Welt, ne? indem ich etwas kommentiere, indem ich es teile. Ja. Und das macht ganz, ganz großen Spaß. Das es ist entstehen für mich auch ganz viele Ideen, auch weitere Kooperationsmöglichkeiten. Also wir bekommen täglich dazu Anfragen und diese Verknüpfungsmöglichkeiten, die sich da wieder anbieten, das ist auch sehr spannend. Ja. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, Norm. Nee, ich hatte dich unterbrochen. Aber es ist nicht schlimm. Gut. Ja. Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass das Spannende heutzutage, und das ist ja das, warum LinkedIn, Xing, Facebook und Co. so funktionieren, ist, wir teilen unsere Wissen, wir teilen unsere Erfahrungen. Und für mich ist im Grunde der Apothekenfachkreis das Community-Management oder die Community-Plattform für Apotheken bereitgestellt von Aljut Pharma. Und das finde ich so großartig, dass hier wirklich ein Austausch, auch der Apotheker untereinander, also wir beide waren ja in unterschiedlichen Gesprächen dabei, wo die Apotheker sich untereinander austauschen, wie sie den wachsenden oder sich verändernden Anforderungen auch begegnen und hier wirklich aktiver werden können als in der Vergangenheit. Und deswegen ist für mich der Apothekenfachkreis wirklich so nochmal so ein
Ja, so ein Link eigentlich auf die heutige moderne Form der Kommunikation und des Aspektes des Teilens, das finde ich großartig. Genau. Ja. Jetzt vielleicht noch meine Frage. Jetzt bist du ja sehr dicht an diesen kreativen Entwicklungsprozessen dran. Also man erlebt es ja oftmals von Unternehmenslenkern und Lenkerinnen, dass es ja eher so ein Adlerblick schwebend ist. Und bei dir erlebe ich das ein bisschen anders, dass du auch diese Adlerperspektive hast, aber immer wieder bis zum Boden punktuell in die wichtigsten Projekte eintauchst. Meine Frage, wie triffst du Entscheidungen? Also wie entscheidest du dich zum Beispiel für so ein Apothekenfachkreiskonzept oder für ein Terminal? Also ich finde, du hast eben die Arbeitsweise ganz gut beschrieben und es trifft eigentlich nicht nur hierzu in diesem Fall, sondern auch sonst im Unternehmen. Einerseits diese Adlerfunktion, aber dann, wenn ich merke, da ist ein Thema, das eigentlich eine besondere Zuwendung, sagen wir mal, braucht oder einen besonderen Blick des Hinschauens, dann steige ich dann auch tief ein und genau, und kann aber dann auch wieder den Adlerblick nachher übernehmen. Wie treffe ich meine Entscheidung? Also einerseits als Diplom-Ökonomin und ehemalige Bankerin bin ich natürlich rein rational und nach Zahlen geprägt und als Geschäftsführerin natürlich auch. Das ist ganz klar. Am Ende des Tages müssen wir ein Ergebnis abliefern. Auch wir gehören ja zur Stada AG, ein MDAX-Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es auch eine emotionale Entscheidung. Und wenn wir denken, dass unsere Entscheidungen nur rational gefällt werden, so ist das sicherlich nicht richtig. Also ich denke, das sind zwei Seiten einer Medaille und auch einer Medaille von mir, die einfach in der Balance gehalten werden. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich Digitalisierung als fremd und sachlich empfunden habe, kann ich das heute so nicht mehr sagen. Also ich erlebe das eher, ich habe dadurch so viele emotionale Momente auch erfahren in den letzten Wochen. Zum einen und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wieder das Rationale sehen möchte. Wir wollen ja die Vorortapotheke unterstützen und wir wollen der Vorortapotheke natürlich ermöglichen, dass sie ihren Standort erhalten kann und dass sie eben auch ihre Abverkäufe steigern kann. Also auch da sind dann wieder Zahlen im Spiel. Klar. Wo denkst du, wird sich das Ganze hin entwickeln mit der Pharmabranche, vielleicht aus Sicht oder aus dem Blickwinkel der digitalen Transformation, Thema Kommunikation mit den Apotheken gegenüber ihren Patienten oder auch generell, wie wichtig werden Online-Plattformen werden, auf denen man Gesundheitsthemen anbietet, bis hin zu Produkten? Also ich glaube oder ich bin mir ganz sicher, dass es in diese Richtung geht, wie es eben von dir beschrieben wird. Nun haben wir ja in Deutschland im Gesundheitsbereich natürlich das Arzneimittelrecht, also ganz viele rechtliche Barrieren oder Gesetze einfach, die zu berücksichtigen sind, die das eine oder andere vielleicht heute noch beschreiben, aber es wird ganz klar in diese Richtung gehen und die Unternehmen werden dem auch folgen müssen. Ja, okay. Möglicherweise innerhalb der Gesetze, die es dann gibt, aber diese Portale wird es geben. Ich kann mir das auch sehr gut in Arztpraxen vorstellen. Das wird es geben. Und man sieht ja im Ausland auch erste Ansätze dazu. Ich erlebe es schon so, dass die Branche sehr traditionell ist. Ja, ich auch. Ich Schön wollte es jetzt gesagt. wirklich, ja, ich wollte es sehr vorsichtig Ja, sehr schön ausdrücken. gesagt. Und ja, ich glaube, sie möchte es im Augenblick noch ignorieren, aber sie kann es nicht ignorieren, langfristig nicht. Und wenn sie das tun wird, werden andere sie überrollen. Und dann wird eben
der Weg und die Inhalte eben nicht mehr von der Branche bestimmt, sondern von Branchenfremden. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut für die Gesundheitsbranche sein wird. Ja. Ja, schön. Lass uns doch noch einen kleinen Abstecher nach Laichingen machen. Und zwar hast du ja vorhin schon von deinen Mitarbeitern und Kollegen geschwärmt. Ich habe auch kurz angedeutet, dass Umbauarbeiten stattgefunden haben am Standort, um wirklich auch die Arbeitsatmosphäre zu etwas ganz Besonderem zu machen. Kannst du noch mal kurz beschreiben, wie du im Unternehmen das Thema Kreativität, Agilität oder Innovationskraft, welche Rolle das bei euch spielt, beziehungsweise wie ihr das sicherstellt, also dass auch die Stimmung oben bleibt und die Leute sagen, wir verzichten aufs Geld und investieren das in eine Schule in Nepal? Also wir sind da jetzt wirklich einen Weg gegangen von 5 Jahren. Ich erlebe meine Kolleginnen und Kollegen in der Zwischenzeit so, dass sie sich selbst diesem Satz folgen. Das hatte ich am Anfang schon gesagt, gibt es nicht Gutes, außer man tut es. Dass sie aber auch Geschwindigkeiten aufgenommen haben, dass sie auch inzwischen Spaß so an Veränderungen haben, und das ist sehr schön. Und was ich eben auch ganz stark wahrnehme, dass sie sich weiterentwickeln wollen, also dass dieser Wunsch so für eine Weiterentwicklung da ist. Ja. Und ich denke, das ist wie bei Kindern, die man hat und in der Familie, das erlebt einen, entwickelt sich dann, wenn es so gelebt wird oder vorgelebt wird. Und wenn man dann positive Erfahrungen damit macht, mit so einer Vorgehensweise, trägt sich das dann auch ins Team über und in andere. Und Angst macht ja nur das, was ich nicht gewohnt bin. Aber wenn ich das gewohnt bin, mich mit Neuem zu beschäftigen und Dinge anders zu sehen und auch Terminals stehen ja auch im Unternehmen auf der Etage, Mitarbeiter gehen da dran und spielen damit rum. Waren auch alle ganz stolz, dass hier eine Fortbildungs- oder nicht zum 30-jährigen Jubiläum viele Gäste nach Laichingen kommen, man sich selbstverständlich mit eingebracht hat, das mit unterstützen zu wollen. Dass wir auch im Bereich, wir hatten früher Auszubilden und Mitarbeiter, inzwischen haben wir Studenten hier, die ihre Masterarbeit bei uns arbeiten und auch gerade auch zu diesem Thema digitale Transformation ihre Arbeit schreiben werden und die auch nur deshalb nach Laichingen gekommen sind, weil das ihr Thema ist und sie das auf der Homepage gesehen haben und im Apothekenfachkreis, wo sie gesagt haben, ja, das interessiert es und das wollen wir machen. Ja, da wird es gemacht, da wird die Transformation gemacht, richtig. Fällt mir auch eine ganz schöne Story ein, an die ich mich immer wieder gerne erinnere und du sicher auch. Ich erinnere mich an unsere Pilotphase mit den ersten Terminals, die noch nicht so schick und schlank waren, wie sie jetzt aussehen, sondern halt einfach Prototypen waren. Und wir quasi im Lager bei euch in Laichingen so dieses Lab eingerichtet haben. Ja. Und die Mitarbeiter haben alle mitgemacht. Wir haben dort im Lager auf Stühlen um diese Terminals drumherum gesessen. Wir haben Ideen, Konzepte entwickelt. Also das ist einfach ein Spirit, der da stattgefunden hat. Und jeder dort in Laichingen bei euch hat mitgemacht. Jeder hat dort seinen Beitrag geleistet, das fand ich richtig cool. Das sollten wir eigentlich mal wieder machen. Ja, sehr gut. Ja. Kommt in die Shownotes, Kalendereintrag. Ja, war wirklich ein tolles Erlebnis. Also, Ingrid, gibt es derzeit ein Projekt, was du auf der Agenda hast, für das du gerade brennst oder was du gern leidenschaftlich voranbringen möchtest? Gut, wir haben jetzt natürlich über den Apothekenfachkreis gesprochen. Und jetzt, was das Faszinierende am Apothekenfachkreis ist, ist jetzt eben die Kooperationsmöglichkeiten mit ganz vielen Partnern im Gesundheitswesen, die andocken, die auch, ich habe gestern mit der Bundesvorsitzenden der der PTAs gesprochen auch. Dort planen wir bestimmte Projekte auch zum Thema digitale Transformation, die begeistert war. Schön. Die sich dafür interessiert. Also klar, hier Thema Nummer eins. Was mich besonders berührt, ist das Thema Nummer zwei. Das ist für mich Nepal und die Kinder. Ja.
werde auch im nächsten Jahr wieder an der Reise teilnehmen und dorthin fahren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Mitarbeiter aus dem Unternehmen mitfahren werden, weil sie jetzt ihre Kinder dort haben. Also das ja, ist stimmt. So. Ja, schön. Dann natürlich, und das ist immer das, was wir sagen, wir sind Generika-Anbieter, wir sind Arzneimittelhersteller, ist die Weiterentwicklung unserer Produkte. Mhm. Okay. Also davon leben wir und dann natürlich die Vermarktung auf eine andere Art und Weise. Ja. Ingrid, ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Das artet ja gern bei uns, wenn wir kreativ sind oder uns austauschen, aus. Positiv natürlich. Wir müssen eben morgens früher anfangen, zum Beispiel um 6 Uhr oder so. Ich stehe um 5 auf, ich weiß nicht, wie früh. Oh, stimmt, das war unser Early Bird Meeting. Da sind wir wirklich um 6 Uhr mit Kopflampe losgelaufen, um uns kreativ auszutauschen. Das werde ich nie vergessen. Schafhof Amorbach. Noch bei Regen. Coole. Und Regen und Schlamm, ja. Ja. Ja, war eine coole Idee. Ja, coole Sache, ja. Ingrid, hast du Lust auf eine kleine Quick Q&A-Session, wo ich dir ein paar Fragen hintereinander stelle, die du einfach kurz beantwortest, um den in kürzester Zeit den höchsten Mehrwert für unsere Zuhörer zu schaffen? Oh, wir versuchen es. Okay. Sonst überspringen wir die Fragen dann einfach. Ja. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen? Es war eine gewisse Fremdheit, mir unbekannt, vielleicht auch mein Alter. Ich wollte meine Privatheit bewahren, ich wollte mit Papier umgehen, genau. Okay. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Also die Erfahrung, dass ich unglaublich gesagte Dinge einfach vorantreiben kann, dass es mir gelingt, wirklich hohe Ziele zu erreichen, wenn ich mir eine ganz feste Vision habe, das bildlich vorstelle, vielleicht noch an den Schrank klebe und 100-mal am Tag dran vorbeilaufe. Ja, sehr gut. Kannst du uns eine Internetressource oder ein Tool nennen, was du selbst einsetzt? Nee. Okay, Frage streichen wir. Ja. Welche 3 Mobile-Apps nutzt du am liebsten auf deinem Smartphone oder Tablet? Blitzerpro.de. Vor allen Dingen Pro finde ich ja sehr schön. Ja. Die normale Version hätte es nicht getan, aber Pro ist schon wichtig. Nein, also die nutze ich natürlich. Schön. So Gesundheits-Apps wie Tracking Health, Runners. Dann habe ich natürlich Audible drauf, Kindle, Xing, LinkedIn. Ja. Okay, waren mehr als 3, aber das sind echt coole Apps, die habe ich auch drauf, genau. Ja. Blitzer.de, Blitzerpro.de, verlinken wir natürlich alles in den Shownotes dieser Sendung. Was für Musik hörst du gern, die dich auch zu neuen Ideen inspiriert oder wo du gut abschalten kannst? Da bin ich dann aber sehr traditionell, klassische Musik. Schön, und wen so? Oder was? Das kommt drauf an. Also Bach ist natürlich so sehr geordnet, ne? Wenn ich, oder können wir schon fast sagen, ein bisschen mathematisch, wenn ich das möchte. Aber das kann Chopin sein, das kann Mozart sein. Schön. Alles. Okay, das ist auch ein schöner Kontrast, glaube ich. Mhm. Ja. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Wie heißt das Buch und worum geht es da? Ich habe 3. Okay. Ja klar, hast ja auch 6 gut. Apps gehabt. Ja. Also ja. Vielleicht fangen wir an mit The Big 5 for Life. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Eigentlich wird im Grunde, dass du dir vorstellen sollst, dein Leben ist ein Museum, da sind alle Bilder aufgehängt, was du gemacht hast. Genau. Und dann gehst du durch dieses Museum und siehst diese Bilder und die Vorstellung dann eigentlich, möchtest du so gelebt haben oder möchtest du, dass da andere Bilder hängen? Und es erzählt von einem Unternehmer, der auf einen sehr unglücklichen Mitarbeiter trifft und der ihm das sagt, möchtest du so leben oder was willst du in deinem
Leben ändern und welche 5 Bilder sollen da gehängt haben, was du unbedingt erleben möchtest. Mhm. Und diesem jungen Mann gelingt das dann an der Stelle. Ist sehr emotional, aber das hat auch mich veranlasst, Dinge aufzuschreiben und einfach nochmal zu gucken, so für die Restlaufzeit, was damit noch zu machen ist. Ja, schön. Okay. Das war ja. Nummer 1. Das zweite ist von das Buch Limbi von Küstenmacher, Der Weg zum Glück führt durchs Gehirn. Mhm. Schön. Also, dass wir unser limbisches System zu unserem Freund machen sollen. Das ist auch die emotionale Seite, die wir haben. Also wir können uns vornehmen, ich will jetzt abnehmen oder ich will jeden Morgen Sport machen. Aber wenn es dann eisekalt ist und ich dann laufen soll, dann sagt mein limbisches System, das geht nicht. Also muss ich das irgendwie überlisten, sondern ich kann ja sagen, okay, ich mache Sport, aber ich gehe jetzt auf die Gymnastikmatte schön im Warmen und höre noch dazu schöne Musik dazu. Also dass ich eigentlich nichts gegen das limbische System machen kann, sondern nur mit ihm gemeinsam und dass ich diese Dinge eben auch dann so formulieren muss und formen muss, dass ich die Dinge gemeinsam erreiche. Und dazu gehören auch die Glaubenssätze dann, damit, dass ich die umformuliere. Klar, mental, ne? Ja. Und dann hatte Nummer ich mir 3. auch deine Empfehlung hin, das Buch gekauft, Touchpoint Sieg. Sehr schön, von der Frau Schüller. Und ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz, ganz große Klasse. Und auch nochmal so, dass es mich wirklich bestärkt hat, auf dem Weg der digitalen Transformation voranzuschreiten. Sie beschreibt das, es ist wunderbar zu lesen. Ich habe auch das Unternehmen eben nicht mehr von innen nach außen aufgebaut werden, sondern von außen nach innen, dass unsere Kunden, und zwar die Kunden bauen eigentlich das Unternehmen auf, dass sie eben kommentieren, dass sie liken, dass sie teilen. Und das, denke ich, diesen Blick, der ist so wichtig für die Zukunft von Unternehmen und der gehört eben zur digitalen Transformation dazu. Also das Buch ist für mich sowas, wo ich sage, das muss man gelesen haben. Ja, absolut. Da hast du meine volle Resonanz. Ja, absolut. Also sehr viele unterschiedliche Bücher. Ja, sehr schön. Verlinken wir alles in den Shownotes auf www.markenkonstrukt.de. Mhm. Ingrid, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich schließe an dieser Stelle, wenn du einverstanden bist, nicht aus, dass wir uns irgendwann mal zu einem weiteren Thema hier hören. Vielleicht hast du zum Schluss noch einen Tipp für unsere Zuhörer zum Thema Digitalisierung und natürlich, wie wir dich am besten erreichen können. Ein Tipp auf den Weg. Also einfach sich drauf einlassen, das mal persönlich zu erfahren, was es bedeutet, auch wirklich dieses Buch zu lesen und dann sich damit treiben lassen und zu sehen, wie viel Freude das auch tatsächlich macht. Mhm. Und gerade auch, dass Menschen dadurch mehr zusammenrücken, dass man nicht vereinsamt. Also das würde ich heute sogar dem widersprechen. Und das ist gerade hier in für unsere Zeiten der Globalisierung ganz, ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, und wie man mich erreichen kann, direkt und auch emotional, also über meine E-Mail-Adresse i.blumenthal@aljot.de, natürlich über meine Mobile-Nummer, über Xing, über LinkedIn, über meine Assistentin, über meinen lieben Mann. Ja. Oder, was finde ich auch sehr schön, ich habe vor 2 Wochen einen ganz schönen, handgeschriebenen, sehr kreativ persönlichen Brief bekommen. So richtig mit Füller? Ja. Wow. Aber wunderschön, jemand, der mit uns zusammenarbeiten wollte, aber der fiel eben in dieser großen Masse der Post, die wir jeden Tag bekommen, hat neugierig gemacht. Und das, denke ich, ist es auch immer wieder, auch bei digitaler Transformation. Wir müssen anders sein, Aljot heißt ja auch anders, uns immer wieder auch anders entwerfen. Also die Kreativität darf überhaupt nicht verloren gehen. Ja, das war am Ende jetzt wirklich nochmal ein schöner Tipp.
bei der ganzen Digitalisierung, bei dieser ganzen Geschwindigkeit und diesem unglaublichen Wust an Informationen, dann wieder offline zu gehen, einen Brief zu schreiben, wegzuschicken. Ja, sehr cool. Genau so. Schön. Ingrid, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch, Norman. Also, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Mach's gut. Ja, mach's gut. Danke dir. Ciao, Ingrid. Ja. Ciao. Ciao.